Hallo Leute, hier ist der Rogge von Naturinstinkte und heute gibt es ein Video zum Thema essbare Bäume. Und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Ja Freunde, endlich ist es soweit. Ja, Frühling ist da, alles sprießt und es gibt jede Menge essbare Sachen draußen. Ja, es ist Frühling. Hier kann man es deutlich sehen. Mir geht es halt gar nicht so um die vielen Sachen, die wir essen können. Das habt ihr vielleicht in den Shorts jetzt schon mal mitgekriegt. Die letzten Shorts von mir, da sind einige Sachen dabei, die wir draußen essen können. Heute geht es um die Ulme. In Mitteleuropa gibt es drei verschiedene Arten. Die Flatterulme, die Bergulme und die Feldulme. Ulmenholz ist ein sehr spezielles Holz, also ein sehr gutes Holz, was früher zu ganz, ganz vielen Sachen benutzt wurde. Es wurden Wagenräder draus gebaut. Es wurden Langbögen draus gebaut und viele, viele andere Dinge. Das könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr wollt. Also das ist wirklich interessant. Allerdings ist die Ulme ein bedrohter Baum. Leider muss man sagen, das ist wirklich schade, weil ein Käfer, der sogenannte Ulmensplintkäfer, sich in die Bäume bohrt, was ja nicht ganz so schlimm vielleicht sogar ist, aber er hat einen Pilz, den er verbreitet, der wurde aus Asien eingeschleppt und der Pilz verhindert im Splintholz die Wasserzufuhr und der Baum trocknet aus und stirbt. Und leider sind sehr viele Bäume davon betroffen, so dass es der Baum zu den bedrohten Bäumen gehört und ich auch deswegen an diesen Bäumen nicht rumschnitze. Und deswegen ist unsere Aufmerksamkeit heute auf diesen Baum gerichtet, weil wenn ihr so einen Baum findet, das ist wirklich ein schöner Baum und es ist so ein bisschen auch, naja, wir haben ja immer dieses Survival-Thema, also Blätter und Früchte kann man essen. Sind so kleine Nüsschen dran, die flattern dann so rum im Herbst und die kann man essen. Und jetzt, wenn der Baum jung ist, ich nehme jetzt ausnahmsweise mal so ein Blatt ab hier. Die wurden früher in Salaten mitgegessen. Also das war früher gang und gäbe, dass die Blätter gegessen wurden. Die sind ein bisschen rau, schmecken mir aber sehr gut. Und wir können jetzt noch mal ganz kurz hier vergleichen, wie die Blätter aussehen und vielleicht auch wie der Stamm aussieht. So, hier haben wir einen Ulmenstamm. Also das ist ein Laubbaum. So, hier hinten haben wir eine Linde. Also wenn man das jetzt mal hier vergleicht. Jetzt gehen wir mal zu der Linde. Das sieht fast genauso aus. Da kann man nicht viel. Das ist fast genauso. So, Linde, Lindenblätter, junge Lindenblätter sind auch essbar. Die sind nicht ganz so rau und schmecken etwas süßlicher. So, was haben wir noch? Ahorn haben wir hier noch. Ja, das ist auch sehr ähnlich. Da ist gerade die Blütezeit so ein bisschen vorbei. Die Blüten kann man essen. Weißbuche. Da nehmen wir mal ein Blatt mit. Weil das hier recht ähnlich aussieht. So, hier haben wir nochmal Ahorn. Dann gibt es noch Eschen. Also die Blätter sehen ganz anders aus, die sind gefiedert, aber die Esche sieht vom Stamm auch genauso aus. Also vom Stamm her sehen die erstmal alle gleich aus hier. Das ist ein Haselnussstrauch. Die Blätter sehen fast genauso aus, also die kann man wirklich verwechseln. So im ersten Augenblick, also wenn man nicht weiß, was eine Hasel ist. Das macht aber nichts, weil die Hasel, die kann man essen. Also ist erstmal nicht ganz so schlimm. Und hier sieht man auch deutlich, naja, die schmeckt doch ganz anders, ne? Aber die ist halt auch so sehr eingekerbt und eingebuchtet, hier die Blätter. Die sind sehr wellig hier unten. Ich mach mal noch eins ab zum Vergleich. So, ich habe jetzt mal drei Exemplare hergelegt. Und zwar einmal die Ulme, die Haselnuss und die Weißbuche.
Und ihr seht schon, die sind zum Verwechseln ähnlich. Also geschmacklich gesehen ist die Haselnuss hier am bittersten. Die Ulme, die ist wirklich ein sehr feines Blatt, das schmeckt sehr gut und zart. Und hier ist die Weißbuche. Also ganz jung geht es vielleicht mal noch, aber das ist jetzt auch nicht so der Bringer. Also auch sehr bitter. Und es gibt ein Unterscheidungsmerkmal zu allen. Also die sind alle so gerieft, ne? Hier, das kann man sehen. Die haben die gleiche Plattform, sind gezahnt. Und die Ulme, die hat aber hier noch so eine Besonderheit. Vielleicht kann man es hier sehen. Das haben die anderen nämlich nicht. Und zwar die eine Seite vom Blatt fängt weiter oben an am Stiel und die andere Seite weiter unten. Also das ist versetzt. Hier sind die immer nebeneinander. Ganz klar zu sehen, nebeneinander, nebeneinander, hier auch. Die sind hier nebeneinander. Und hier die Ulme, die Blätter fangen hier unten unterschiedlich an am Stiel. Und die sind auch ein bisschen behaart. Das ist bei den anderen auch nicht so. Ja, Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet für euch ein bisschen was mitnehmen und vielleicht geht der eine oder andere jetzt mit einer anderen Aufmerksamkeit durch den Wald. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, euer Rogo, macht's gut.